Hallo, wir sind heute wieder in meiner Lieblingsbäckerei, der ich als Datenbankexpertin auch mit Rat und Tat zur Seite stehe. Dabei ist mir aufgefallen, dass Spaltennamen von Tabellen manchmal wirklich wenig aussagekräftig oder auch anderssprachig sind. Oder man sie gerne anderssprachig hätte. Zum Beispiel habe ich letztens bei einem Kunden eine Spalte EMP-VN gesehen. Bei dieser musste ich erstmal nachfragen, was darin abgespeichert wird. War ja vom Namen her irgendwie recht unklar. Können wir in Abfrageergebnissen diese Spaltennamen nicht einfacher und verständlicher benennen? Und was passiert, wenn wir Werte berechnen und in einer neuen Spalte ohne vordefinierten Namen anzeigen lassen wollen? Die Lösung dieser Fragen bietet SQL in Form des sogenannten Aliasing. Wie das genau funktioniert, sehen wir uns im Folgenden an. Wie funktioniert das mit dem Aliasing in SQL nun genau? Ein Alias ist so etwas wie ein Pseudonym, ein anderer Name für etwas. In SQL können wir Aliase für Spaltennamen und auch für ganze Tabellen vergeben. Heute schauen wir uns vorerst einmal an, wie und warum wir andere Namen für Spalten definieren. Wir verwenden einen Alias für eine Tabellenspalte in verschiedenen Fällen. Und zwar dann, wenn wir komplizierte Spaltennamen zur besseren Lesbarkeit in einer Abfrage vereinfachen möchten. Oder wenn wir fremdsprachige Spaltennamen übersetzen wollen. Oder auch, wenn ein Abfrageergebnis durch eine Berechnung eine eigene Spalte bekommt. Das heißt, einen Alias für eine Spalte verwenden wir, wenn wir eine Spalte um- oder neu benennen wollen oder müssen. Schauen wir uns zuerst die generelle Schreibweise an. Um einen Alias für eine bestehende Tabellenspalte zu erstellen, verwenden wir in der Select-Anweisung nach dem ursprünglichen Spaltennamen das Schlüsselwort S und anschließend den gewünschten neuen Namen. Der neue Personalchef meiner Lieblingsbäckerei hier kommt ja aus Italien und spricht noch nicht so gut Deutsch. Er hätte gerne eine Liste aller MitarbeiterInnen. Da die Spaltennamen in der Datenbank auf Deutsch und auch teilweise mit Abkürzungen wie zum Beispiel BG für Bruttogehalt gespeichert sind, werden wir Aliasing verwenden, um eine für ihn leicht verständliche Ergebnistabelle zu erstellen. Schreiben wir unsere Abfrage einmal mit den originalen Spaltennamen. Welche Spalten brauchen wir? Diese schreiben wir in Select, also Vorname, Nachname und BG. In der From-Klausel geben wir die Tabelle Mitarbeiter an. So sieht das nun aus. Sehr gut. Nun fehlt noch das gewünschte Umbenennen der Spalten. Wir schreiben also in unsere SQL-Abfrage nach dem Spaltennamen Vorname das Schlüsselwort AS und dann den Alias, den wir angezeigt haben möchten. In unserem Fall soll hier Nome als Spaltenüberschrift stehen. Dasselbe machen wir für die Spalten Nachname und BG, die als Cognome und Stipendio Lordo aufscheinen sollen. Enthält der Alias ein Leerzeichen, setzen wir ihn unter Anführungszeichen. Das ist auch schon alles. Und wir erhalten ein italienischsprachiges Ergebnis und haben auch keine Abkürzung mehr in der Ausgabe. Wann verwendet man noch einen Alias? Und zwar unter anderem, wenn wir das Ergebnis einer Berechnung ausgeben wollen. Durch die Berechnung entsteht im Abfrageergebnis eine neue Spalte, die entweder gar keinen oder einen vom Datenbankmanagementsystem automatisch generierten Namen hat. Mit Hilfe des Alias weisen wir ihr einen Namen zu. Hier zu beachten ist, dass ein Alias nur für die Ausgabe gilt. Es ist ein reiner Anzeigename. Wir können in der Where-Klausel, wo wir Bedingungen definieren, somit nicht auf die neu berechnete Spalte mit dem Alias zugreifen. Nehmen wir wieder unser Beispiel von vorhin her. Nun möchten wir uns ansehen, welchen Betrag die Bäckerei den einzelnen MitarbeiterInnen auszahlen müsste, wenn sie ihnen eine einmalige Provision von 10% ihres Bruttogehalts geben würde. Damit diese neu berechnete Spalte Provision als solche angezeigt werden kann, verwenden wir den Alias. Wir erweitern unsere vorherige SQL-Anweisung durch die Berechnung. Die Werte der Spalte BG werden also mit 0,1 multipliziert. Durch diese Berechnung erhalten wir im Abfrageergebnis eine neue Spalte, in der die gewünschten Beträge stehen. Dieser neuen Spalte geben wir mit S Commissione, italienisch für Provision, einen Namen. Das Ergebnis zeigt uns nun, wie hoch die Provisionen wären. Das war die Erklärung zu Alias in SQL. Wir wissen jetzt, wann und wie wir Aliasing für die Benennung von Spaltennamen in Abfragen verwenden können. Wie wir sehen, sind Aliase einfach zu verstehen und anzuwenden. Sie helfen uns dabei, Ergebnisse aus SQL-Abfragen lesbarer darzustellen. In manchen Fällen sind sie sogar notwendig, um eine sinnvolle Ergebnistabelle zu erhalten. Bis zum nächsten Mal!